Heute gibt es Po-Tuning-Workout-Übungen. Ja, die tatsächlich nicht nur einen knackigen Arsch machen, sondern auch bei regelmäßiger Anwendungen auch dein Placement verbessern und somit auch deine Körperform rund um dein Allerwertesten. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder bleib einfach dran. Ich bin Joe vom Kanal Movement Never Lies. Ich bin professionelle Tänzerin, ich bin Tanzpädagogin und auch Physiotherapeutin. Ich habe heute für dich 5 Übungen rausgesucht. Alles, was du brauchst, ist eine Decke oder eine Matte, damit es auf dem Boden nicht allzu unbequem wird. Und probier die Übungen einfach aus und schreib mir doch dann zum Schluss einmal in den Kommentaren, welche Übung für dich tatsächlich am schwersten umzusetzen war. Are you ready? Let's go! Wir beginnen, indem du dich auf die Seite legst. Das untere Knie ist etwas zur Brust angezogen, das obere ist lang ausgestreckt. Jetzt ziehst du deine Zehen vom oberen Bein an und drückst deine Ferse Richtung Mattenende, so dass eine kleine Bewegung in der Hüfte zu spüren ist. Plus das Bein leicht hinter deine eigene Mittellinie bewegen. Nun das Bein anheben bis zu dem Punkt, wo du deine Körperstellung verändern müsstest, um das Bein noch weiter höher zu bringen, das tust du aber nicht. Hast du den Punkt erreicht, bringst du es wieder nach unten. Die ganze Zeit bleibst du hinter deiner Mittellinie und achtest darauf, dass das Bein permanent aus der Hüfte gezogen ist. 3x10 für jede Seite. Wir bleiben für die nächste Übung auf der Seite. Beide Beine sind jetzt gestreckt. Bitte achte darauf, dass du nicht wie eine krumme Gurke darum liegst. Bleib in deiner Mittellinie. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Mit deiner oberen Hand dich vorne aufstützen und deinen ganzen Körper leicht nach vorne neigen, wie als wärst du schräg. Haha, was für eine dramatische Perspektive. Dein oberer Fuß liegt an der Knieseite vom unteren Bein an und nun dein oberes Knie, soweit es geht, öffnen, ohne dass der Fuß den Kontakt zum anderen Knie verliert. Wieder schließen. 3x10 für jede Seite. Jetzt auf den Bauch. Ein Knie anwinkeln und das angewinkelte Bein vom Boden abheben. Bitte achte darauf, dass dein Becken am Boden bleibt. Sonst ist das Ergebnis nicht das, was wir wollen. Wieder 3x10 jede Seite. Die vierte ist ähnlich wie die dritte, aber beide Beine sind gestreckt. Du richtest dein Knie nach außen und hebst es ab. Durch die Außenrotationskomponente ist die Übung tatsächlich ein doppelter Boost für den Weg zu deinem Traumpo. Wie immer heute, 3x10 jede Seite. Die letzte Übung gebe ich dir in 2 Stufen. Erste, flach auf den Bauch, beide Beine gestreckt hoch und nun zusammenfedern. 3x10 Sekunden. Variante 2 hat als Ausgangsstellung den Unterarmstütz, wieder beide Beine gestreckt anheben und zusammenfedern. Wieder 3x10 Sekunden. Variante 2 ist tatsächlich etwas intensiver. Mein Special-Tipp ist heute tatsächlich, diese Übungen mit einem soliden Rückentraining zu kombinieren, da ja beide Komponenten irgendwie miteinander zusammenhängen und dadurch extrem gut voneinander profitieren. Hier empfehle ich dir noch einige weitere nützliche Videos von mir, um keins mehr in Zukunft zu verpassen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich schon aufs nächste Mal.